Mit dem Tag heute ist es offiziell. Jetzt haben auch der Bundesrat und Bundespräsident das neue Infektionsschutzgesetz passieren lassen bzw. unterschrieben. Und das hat Konsequenzen. Mit der bundeseinheitlichen Notbremse kommt jetzt auch das Aus für diese Tübinger Lebensart. Das wissenschaftlich begleitete Öffnungsmodell an den Zugängen zur Innenstadt wird getestet. Jeder, der negativ ist, darf shoppen, essen gehen oder ins Theater. Dieses Tübinger Modell muss jetzt eingestellt werden. Nicht die Stadt, aber der Kreis liegt über der Grenze von 100. Ein Studienabbruch, obwohl Sie Ihr Projekt als vollen Erfolg bezeichnen. Nicht nur die beteiligten Wissenschaftler sind sauer. Noch sind die Läden in der Tübinger Innenstadt gut besucht. Doch das ändert sich wahrscheinlich ab Montag. Dann müssen neben den Geschäften auch die kulturellen Einrichtungen schließen. Das neue und bundesweit geltende Infektionsschutzgesetz sieht keine Ausnahmen für den Lockdown vor. Auch nicht für die Modellstadt. Die Tübinger trauen der Freiheit schon hinterher. Kein Konzert, kein Kino, kein Theater, das finde ich auch schlimm. Also ja, da geht echt was verloren, finde ich. Also irgendwie was sonst aufgebaut hat, genährt hat, Freude gemacht hat. Ich bin gerade unterwegs, um ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau zu kaufen. Wäre mühsam, das ohne den Laden zu machen. Ich finde, es war eigentlich voll die gute Möglichkeit, dass man einfach so seinen alltäglichen Beschäftigungen nachgehen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man sich infizieren kann, weil ja alle Leute getestet werden, bevor sie ein Tagesticket bekommen. Die Stadt hätte das Modell gerne fortgeführt. Wir haben in diesem Projekt viel gelernt und wir haben von drei wissenschaftlichen Begleitgruppen eine klare Aussage, es funktioniert, wir halten die Inzidenzen niedrig, testen hilft in dieser Pandemie, in der dritten Welle und es wäre richtig weiterzumachen. Tübingen hat mit 91 eine nach wie vor vergleichsweise niedrige Inzidenz. Jetzt zählen jedoch die Zahlen des Kreises und die sind fast doppelt so hoch. Deshalb müssen die meisten Läden wieder schließen. Es wurde ziemlich gut angenommen hier und ja, jetzt ist wieder so eine Ungewissheit und keiner weiß jetzt so, wie es weitergeht. Und das bedeutet auch Verdienstausfall für mich persönlich und für den Laden natürlich, wenn wir jetzt wieder schließen müssen. Wie es für die Geschäfte jetzt genau weitergeht, ist noch vollkommen unklar. Dürfen wir jetzt Click and Meet machen oder Click and Collect? Wir wissen es nicht. Also natürlich machen wir das, wenn das erlaubt. Also was erlaubt wird, das machen wir, aber wir wissen es jetzt nicht. Damit das öffentliche Leben zügig wieder hochgefahren werden kann, soll das Projekt so bald wie möglich erneut aufgenommen werden. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir sehr, sehr viele symptomlose Menschen rausgefunden haben. Das heißt, wir haben natürlich das Ansteckungsrisiko dadurch vermindert. Ich finde es sogar absolut wichtig, dass wir das dann sofort wieder aufnehmen und das jetzt nur als Pause betrachten. Nach dem Wochenende werden nun aber erstmal die Teststationen in Tübingen wieder abgebaut. Oberbürgermeister in Tübingen ist Boris Palmer. Guten Abend. Ihr Projektleiter und Infektiologe Peter Kremsner ist richtig sauer, konnte man heute lesen. Wie geht's Ihnen? Ich bin eher traurig. Es sind viele Menschen, die wahnsinnig viel Engagement gezeigt haben und die jetzt ohne Not mit dem Ende des Projekts konfrontiert werden. 6 Wochen lang ging Ihr Modellversuch. Welche Erkenntnisse konnten Sie denn ziehen? Dass die Schnelltests zuverlässig genug sind, um das zu machen, dass wir genügend Infizierte finden, die gar nicht wissen, dass sie das Virus weitertragen, dass wir damit viele Ansteckungsketten abbrechen können und die Inzidenz in der Stadt unter Kontrolle halten. Obwohl so viel offen war, waren wir konstant unter 100 die letzten beiden Wochen. Ja, man muss aber trotzdem zur Fairness dazu sagen, Sie sind ja von unter 20 gekommen. Das heißt, Sie haben auch mehr als eine Vervierfachung Ihrer Werte. Das sind ja keine guten Zahlen. Sehe ich anders, denn um den Stadtkern rum ist ja der Landkreis Tübingen. Der war auch gut und ist in der Notbremse seit 2 Wochen und hat jetzt eine Inzidenz von 240, die Gemeinden um uns rum. Wir haben uns sehr viel besser gehalten und vor allem haben wir uns stabilisiert. Es war immer klar, dass wir am Anfang steigende Zahlen sehen werden, weil wir so viel testen. Wer viel testet, findet eben auch viel. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die Inzidenz gar nicht das richtige Maß. Also die 100 im Dezember als Inzidenz sind nicht mehr die 100 der Inzidenz jetzt vom Vergleich? Ganz sicher nicht. Der Anteil der Älteren ist jetzt gering bei den Erkrankten, weil die größtenteils geimpft sind. Und die Testpositivrate ist eigentlich der wichtigere Wert. Sonst könnten Sie sich ja einfach gesund testen, indem Sie nicht testen. Das kann ja nicht der richtige Anreiz sein. Das Gegenargument vieler Kritiker war ja auch, die hohe Inzidenz im Kreis Tübingen lässt sich aber nicht von Ihrer Stadt so abkoppeln, weil es so viele Pendler gibt. Was sagen Sie dazu? Die kommen alle zu uns, die werden bei uns getestet, wenn sie einkaufen wollen oder ins Theater gehen. Dann finden wir die Infektion
Und dann tragen wir sogar dazu bei, dass die Infektionsketten im Kreis abgebrochen werden. Jedenfalls ist es schwer erklärlich, warum die Inzidenz im Kreis um uns herum 2,5-mal höher ist als in der Stadt, wenn das von unserem Modellversuch kommen würde, wo doch nur bei uns in der Stadt so intensiv getestet wird. Sie sind jetzt nicht der Typ Politiker, der sich traurig, wie Sie gerade sind, aber schicksalsergeben in die Ecke setzt und sagt, ja, war's jetzt. Verraten Sie uns, was Sie in Tübingen weiter planen. Wie wollen Sie da weiter vorangehen? Wir wollen die Erfahrung nutzen und möglichst schnell wieder aufmachen. Irgendwann ist auch diese Welle vorbei. Und dann wissen wir, wie es geht und können sicheres Öffnen von Handel, Gastronomie und Kultur gewährleisten. Der Fehler war ja wohl, im März zu öffnen, ohne die Testpflichten einzuführen, die wir in Tübingen praktiziert haben. Dankeschön. Nach Tübingen. Boris Palmer, Oberbürgermeister, der dort jetzt sein Modellprojekt wegen des neuen Infektionsschutzgesetzes aufgeben muss. Dankeschön und gute Nacht.